Die Folgen der Corona-Pandemie lasten schwer auf den Schultern der regionalen Wirtschaft. Das zeigen die Ergebnisse der IHK-Konjunkturumfrage zum Jahresbeginn. 7 von 10 Unternehmen sagen, dass ihre Geschäfte schlecht oder bestenfalls befriedigend laufen. Gerade die Industrie und die industrienahen Dienstleister schätzen die Lage aber vergleichsweise optimistisch ein. Immerhin, jedes dritte Industrieunternehmen startet zuversichtlich ins neue Jahr. Das macht Mut für die Zukunft. Mit den richtigen Weichenstellungen durch die Politik können wir die Krise gemeinsam meistern. Da bin ich mir sehr sicher. Die Politik auf Länder- und Bundesebene muss aber mit klugen Entscheidungen die unternehmerischen Kräfte wieder freisetzen. Die Industrie erweist sich vor allem wegen des anziehenden Exports wieder einmal als besonders krisenfest. Hier sollte die Politik darauf achten, weitere Irritationen, Einschränkungen und bürokratische Auflagen zu vermeiden. Sonst droht dieses Zugpferd zu erlahmen. Die aktuellen Zahlen aus dem Konjunkturbericht zeigen aber leider auch, dass es dem Gastgewerbe, wichtigen Teilen des Einzelhandels und der Touristik- und Veranstaltungsbranche nach den monatelangen Schließungen gar nicht gut geht. Die Auszahlung der zugesagten Hilfen muss jetzt zügig erfolgen. Nicht nur um die laufenden Kosten zu decken, sondern um den Betrieben endlich den Neustart zu ermöglichen. Bürokratie, Kleingedrucktes, fehlende Bescheide und die Ungewissheit, was Rückzahlungen betrifft, lähmen die Betroffenen zusehends. Diese Unternehmen brauchen dringend eine Perspektive. Sie müssen wissen, wann es weitergeht, wann sie wieder öffnen können. Auf dem Weg aus der Krise sind mir diese 5 Punkte besonders wichtig. Erstens, wir brauchen jetzt ein nachvollziehbares und verlässliches Szenario für die Impfungen gegen das Virus. Ein möglichst schnelles Impfen der Bevölkerung bestimmt den Weg zur Normalität und ist Grundlage für das Wiederanlaufen der Wirtschaft. Auch gerade deshalb ist der aktuell fehlende Impfstoff eine schwer entschuldbare Fehlleistung. Der Impfgipfel blieb leider auch sehr vage. Unsere Unternehmen brauchen mehr Planungssicherheit. Zweitens, wir begrüßen es außerordentlich, dass die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin bis zum 14. Februar eine Öffnungsstrategie angekündigt haben. Darauf hoffen wir und bieten mit den anderen IHKs in Hessen gerne an, an der konkreten Ausgestaltung auf Länderebene mitzuwirken. Wir wollen drittens den Blick nach vorne richten und gestalten. Deshalb müssen die auf längere Sicht angelegten Maßnahmen aus dem Zukunftspaket des letzten Jahres endlich Wirkung zeigen. Dabei geht es unter anderem um Investitionen in digitale Infrastruktur, künstliche Intelligenz und alternative Antriebe. Hier liegen auch die Stärken unserer regionalen Wirtschaft in Südhessen. Mit Innovationen kennen wir uns aus. Von diesen Programmen können wir mit Blick auf die Zukunft alle gemeinsam profitieren. Viertens, die öffentlichen Investitionen, insbesondere auf kommunaler Ebene, müssen trotz angespannter Haushaltslage fortgesetzt werden. Investitionen und andere Aufträge auf allen staatlichen Ebenen sind dringend nötig, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Dazu gehören die klassischen Bauaufträge, aber auch Investitionen in digitale Infrastruktur und in Bildung. Und schließlich fünftens, vor allem müssen wir die unternehmerischen Kräfte wieder freisetzen. Kreativität und Innovationskraft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen brauchen weniger Bürokratie und wieder weniger Einmischung staatlicher Stellen.